Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Breath of Fire 3. Nein, nicht 3. Was rede ich für einen Scheiß? Das ist Breath of Fire 1. 3 gefällt mir aber am besten aus der Serie. Das ist im Moment aber völlig irrelevant. Wir spielen es auf dem Gameboy Emulator. Also, es ist ein Gameboy-Spiel. Und ich werde versuchen, dieses Projekt zeitgleich zu meinen Half-Life-Portal-Geschichten hochzuladen. Ich weiß nicht, ob mein Internet das so mitmacht. Ansonsten werde ich das mir irgendwie anders überlegen, wie ich das hochlade. Ja, die nennen diesen Held ganz klassisch Ryu. Vorab sei noch kurz gesagt, wie eben schon erwähnt, bin ich Fan des dritten Teils und dachte mir, dass ich, wenn man denn schon Fan ist, auch sich mal den ersten, den zweiten und vielleicht dann auch irgendwann nochmal den vierten gönnen kann. Der vierte ist zwar auf Englisch, ich weiß nicht, ob ich Englisch Let's Playen werden will, wollen sein. Aber wir werden jetzt uns den ersten zu Gemüte führen, den zweiten zu Gemüte führen, den dritten. Und bis dahin sind wir schon mal wieder ein ganzes Jahr weiter, schätze ich. Dann fangen wir doch einfach mal mit diesem Teil an. Bitte sehr. Oh, es gibt noch Einstellungen. Okay. Texttempo machen wir mal bitte schnell. Rennen, normal. Musik sowieso an und gib ihm. Oh, jetzt sind wir erst im Menü. Okay, dann jetzt endlich Spiel starten. Bitte starte das Spiel. Danke. Erwache, Krieger. Eine Katastrophe. Wir brauchen die Macht des Drachen. Full HD Grafikeffekte. So real. Du wirst sterben, wenn du nicht erwachst. Und alles brennt. Das Dorf steht in Flammen. Alles brennt. Wir müssen gehen. Okay. Ja, das ist unser Held. Oh no, es fängt an zu brennen. Ich werde dieses Feuer löschen. Barba, Ka, da Cabra, Kuschu, Kuspo. Der Mann hat's drauf. Meine Magie war einst stark, aber alt wie ich bin, kann ich kaum noch ein Feuer bändigen. Ich, Gernot, geiler Geier, ich. Brennt und dann guckt man natürlich erstmal nochmal. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr irgendwann mal euer Haus brennen sollte, versucht noch möglichst die wertvollsten Sachen zu plündern. Sagt euren Eltern dann, dass wir verbrannt oder so. Nein, Spaß. So. Dieses Gebäude ist sich. Oh, Entschuldigung. Dieses Gebäude ist sicher vor dem Feuer. Aber für wie lange? Ich weiß es nicht. Reden wir nochmal mit ihm hier. Dieses Gebäude ist im Moment vor den Flammen sicher. Okay, Gandalf. Das Feuer ist so heiß, es scheint nicht natürlich zu sein. Was ist das denn, Rotbäckchen? Wir wissen nicht, was das Feuer ausgelöst hat. Zum Glück sind die Leute hier sicher. Wir vertrauen auf Sarah. Ihre Magie wird uns retten. Was ist nun mit der Menschheit los? Das ist ja fürchterlich. Die dunklen Drachen sind vor dem Dorf. Wir sind umzingelt. Der. Was? Int. Ich weiß leider mal nicht, wer was sagt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Frau Blauhaar das gerade sagt. Der Clan der dunklen Drachen intrigiert gegen die anderen Drachenclans. Ich hörte, dass Zog der König der dunklen Drachen beschworen hat, die Welt zu erobern. Und sein erstes Ziel werden die Lichtdrachen sein. Zog ist ein Narr. Ich glaube, die Konversation ist gerade zwischen den beiden da oben, deswegen die Männerstimmen. Warum versucht der uns zu vernichten? Wir sind also die Lichtdrachen. Das ist schon mal interessant zu wissen. Zog fürchtet uns. Er weiß nicht, dass wir nicht mehr über die Macht des Drachen verfügen. Oh no's, oh no's. Was tun wir? Ich sitze nicht hier rum, während die uns angreifen. Ich sage, wir handeln. Wenn wir nicht fliehen können, bleibt uns nur das eine: kämpfen! Aye, aye, Sir.
Ich muss meine Magie gegen die Mächte des Bösen einsetzen. Halt! Wir sind zu schwach. Wir würden einfach von ihrer Armee aufgerieben. Ich kann irgendwie nicht so gut Frauenstimmen machen, das tut mir leid. Wir dürfen nicht aufgeben. Zeigen wir ihnen den Kampfgeist des Drachen. Komm, Sarah, wir gehen zusammen. Nein, ich muss meinen Teil alleine erledigen. Eigentlich war mein Name im Vorspann-Dings drin. Sie hat ihn versteinert. Was hast du getan? Oh, schön, endlich Namen. Ich habe ihn in Stein verwandelt, damit er das Feuer übersteht. Denk an unsere Mission als Mitglieder der Lichtdrachen. Stein oder nicht, sie werden uns finden. Bam. Nein, warum? Was? Nein, warum musst du dich opfern? Wir haben schon genug erlitten. Ich werde mich um die dunklen Drachen kümmern. Sei stark. Wenn du erst einmal ein Krieger bist, wirst du der Welt Frieden bringen. Sei auf der Hut, möge die Macht des Lichtdrachen den Sieg bringen. Ich weiß leider manchmal wirklich nicht, wer was sagt, aber ich hoffe, Sarah tritt ihn jetzt mal gewaltig in den Arsch. Ich werde versuchen, die dunklen Drachen abzulenken. Ey, da ist jemand! Dödem. Sie hat die Macht des Drachen. Bringt sie zum Commander. Wir suchen das Gebiet später ab. Wir kümmern uns um sie. Sir, wir haben einen Lichtdrachen gefangen. Was habt ihr davon, unser friedliches Dorf niederzubrennen? Gute Frage. Mein Befehl lautet, alle Lichtdrachen zu vernichten. Und Befehle befolge ich immer. Ich tue nur meine Pflicht. Nimm es nicht persönlich. Was war das? Unser Dorf wurde zerstört. Wow, du bist stark. Spar dir die Luft. Ich kann nicht zulassen, dass du dich in Zorgs Pläne einmischst. Es geht nicht gegen dich. Wir werden dich aufhalten. Das glaube ich nicht. Wir haben den göttlichen Schlüssel. Die göttlichen Schlüssel? Du bist ein echter Schnelldenker. Schade, dass du auf der falschen Seite stehst. Komm mir nicht zu nahe. Was führst du mit Göttin Milia in Schilde? Gib auf, es ist vorbei. Das ist so ein bisschen wie Dragon Ball, wie die gerade kämpft mit Teleportation und so. Nimm das, Verräter! Bam, in your face. Du hast nicht einmal gezuckt. Okay, ich dachte, er wäre besiegt. Schön. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Spiel blind spiele? Komm schon. Ist das alles, was du kannst? Wohin hat er noch gemeint, wir wären stark? Dieser Kampf wird ohne uns vonstatten gehen. Auf dem Höhepunkt der Macht des Drachenclans erschien eine Schicksalsgöttin. Die Göttin Milia konnte Wünsche erfüllen und die Drachen kämpften gegeneinander um ihre Gunst. Milia schürte die Kämpfe noch und sah den Krieg der Drachen eskalieren. Als die Welt am Rand der Zerstörung stand, erschien ein legendärer Held. Der Held und seine Gefährtin nahmen Milia mit Hilfe von 6 Schlüsseln gefangen.
Diese göttlichen Schlüssel wurden überall in der ganzen Welt verstreut und versteckt. Sieht nicht so aus, als hätte er verloren. Dermio. Die Lichtdrachen stellten das mächtige Gleichgewicht wieder her und es herrschte Frieden. Nicht herrschten Frieden. So, jetzt komm, lass uns spielen. Lasst uns ein Spiel spielen. Was passiert? Was ist mit Sarah geschehen? Sarah hat uns gerettet. Chef, meinst du nicht, dass wir für Sarah kämpfen sollten? Oh, alte Frau. Das tut mir jetzt aber leid. Ich hab's die ganze Zeit für einen Opa gehalten. Okay. Wir haben den Drachen entsagt. Ihre Kriege sind nicht unser. Wir müssen für Sarah und die Ehre der Lichtdrachen kämpfen. Wir müssen ans Überleben denken. Dieser Ort liegt bald in Ruin. Nein! Rage, Oma! Oh Gott, ich möchte nicht, dass das meine Oma ist. Der Krieg der Drachen, der Krieger des Drachen, ist nur ein Mythos. Wir müssen fliehen. Ich habe heute echt Probleme mit dem Vorlesen, habe ich das Gefühl. Dafür entschuldige ich mich auch schon mal. Ich weiß, dass ich dich aufhalten sollte, aber ich kann nicht. It's magic. Nimm dies, es ist nicht viel, aber du wirst es brauchen. Beware of the creatures outside. Bisschen wie in Zelda. Gut. Da fällt mir ein, wo sollen wir überhaupt hin? Sag's mir mal. Ich sollte mir sowas vielleicht vorher überlegen. Omi, erzähl mal. Du musst müde sein. Mach eine Pause. Okay. Wir haben schon mal das Inn gefunden. Das ist schon mal was. Auch wenn es recht schäbig ist, aber. Bleib hier, komm zurück, wenn du dich ausruhen möchtest. Bla. So. Zorgs Imperium liegt hinter dem Ozean. Es wird eine lange Reise, Ryu. Die Musik gefällt mir schon mal. So, da können wir rein. Na, lass mich da rein. Lass mich rein in den Drachenschrein. Das reimt sich sogar. Ich bin der Drachenlord. Ich beschütze die, welche die Mission des Helden annehmen. Ich bin hier, um deine Reise aufzuzeichnen. Oh, das ging aber schnell. Deine Reise wurde aufgezeichnet. Viel Glück. So, das wird dann wohl der Speicherdrache sein. Da steht noch wer. Ah! Du willst mir nicht erzählen, dass... Nur diese Waren sind übrig. Brauchst du etwas? Ja, wir haben hier sogar Händler. Wunderbar. Wie sieht das überhaupt aus? Ah, okay. Okay, das ist schon mal cool gemacht. Rise up. Armschutz. So, ich muss dazu, wie gesagt... Nee, ich muss das nicht dazu sagen, sondern nochmal, wie gesagt, habe dieses Spiel noch nie gespielt. Und ich glaube, das heißt Wildlederkappe. Ich bin mir da nicht sicher. Die Abkürzungen sind sowieso immer dubios bei so japanischen Spielen. Aber ich habe es natürlich zur Soundprobe und so weiter bis hierhinter gleich in die ersten Kämpfe gespielt. Und ich weiß, dass die einem auf den Arsch hauen. Hat der mir gerade Küsschen zugeworfen? Ich habe nämlich bisher noch nie was eingekauft. Nein, das war meine Speed-Taste. Das müsste Inventar sein. Ja, genau.